Liebe Magdeburger, stellt euch mal vor, heute ist der 1. April. Naja, und wir sind hier zusammen. Und ein ekelhaftes Wetter. Der Wind ist kalt. Ich musste meine Sommermütze vorholen, um hierher zu fahren. Aber dafür hat es sich gelohnt. Gucken wir uns mal an, wen ich da im offenen Kanal getroffen habe, als ich geklingelt habe. Hallo? Herein in die gute Stube. Der Kurt Heindorf. Kurt, ich darf dich begrüßen im offenen Kanal. Noch offiziell jetzt vor der Kamera ein Glückwunsch, obwohl es schon mehr als 4 Wochen her ist. Ja. Mehr als 4 Wochen. Und da bist du, naja, sagen wir, für deine Robustheit schlappe 90 gewonnen. Also auf alle Fälle 100 Packste. Wäre sehr schön. Und noch eins, Kurt, gleich zu deinem Slogan zu kommen. Wenn du diese Arbeit hier nicht mehr machst und deinen Literaturzirkel nicht mehr machst, dann wirst du alt, oder? Genau das habe ich gesagt und so ist es auch, nicht? Also dadurch bin ich in Schwung, dadurch bleibe ich geistig beweglich, nicht? Also das ist das Schöne am Rentnerdasein, dass ich mir aussuchen kann, was mir Spaß macht. Nicht? Mhm. Kurt, bei den 90 Jahren, da kann man immer schon einige Superlativa anbringen. Wäre es vielleicht für dich real, wenn man sagen würde, du bist einer der ältesten Nutzer der offenen Kanäle Deutschlands überhaupt? Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Ja, also ich drücke mich da vorsichtig aus, einer der ältesten Nutzer der offenen Kanäle ja, Deutschlands auch, überhaupt. Ja, ja. Na, hier auf alle Fälle. Also hier macht Magdeburg auf alle Fälle, ja. Ja. Kurt, du hast ein Video gemacht, das sich mit einer ganz schrecklichen Begebenheit in Magdeburg beschäftigt hat. Und zwar hast du von dem barbarischen Bombenangriff, heute sagt man immer Alliierte, aber es waren ja bloß ein Teil der Alliierten, die hier diese Stadt kaputt gemacht haben. Vom 16. April 1945. Und zwar hast du das... Darf ich dich berichten? Vom 16. Januar. 16. Januar, ja, nicht April. April war Halberstadt. 16. Januar, Magdeburg. Und zwar hast du dort hauptsächlich das menschliche Leid gezeigt, das durch diesen Bombenangriff hervorgerufen wurde. Und hattest auch einige ältere Bürger gebeten. Kurt, mir fällt bei diesem Video hauptsächlich ein, die Aussagen einer älteren Dame, und ich hatte dich auch gebeten, die Dame noch mal ausfindig zu machen. Ja, ich habe sie aber nicht erreicht. Ja, ja. Und aber du kannst ja den Ausschnitt aus dem Film nehmen. Ja. Da spreche ich sie auch an, denn weißt du, um wen es sich handelt. Ja, Kurt, es ging mir hauptsächlich darum, die Frau hatte dort eine Aussage gemacht, die mit der heutigen Propaganda im Wesentlichen entgegensteht. Und zwar war es gewesen, wir können uns das auch mal ganz genau angucken, wenn du mir das schon gestattest, dass ja. Ich das rausnehme aus deinem Video. Ja, natürlich. Lassen wir die Frau mal sprechen. Ja. An der Katharinenkirche war ein großer Bunker, aber wir kamen nicht rein. Aha. War alles voll. Und dann haben die uns weitergeschickt. Und so sind wir dann weitergelaufen bis zum alten Markt. Ja, aber während der ganzen Zeit war schon Alarm. Ja. Sind da schon Bomben gefallen oder haben sie? Nein, noch nicht. Nur man hörte das Rauschen und man sah dann auch und kamen dann die Silberstreifchen runter und dann sah man das. Oh, da sind wir stehen geblieben vor Schreck schon. Ja, und es war alles hell. Man konnte alles sehen. Aber wir hatten so viel Angst. Meine Freundin sagte immer: Los, komm, wir müssen nach Hause. Ich sage: Ja, dann sag ich, wohin denn? Und dann haben wir uns versucht irgendwo unterzu, aber es war nicht möglich. Na, wie? Ja, jetzt heute würde ich sagen, Pikalé. Da, ja, wohin nun? Dann mussten wir bis zur Ulrichstraße und da war dann auch noch einer, der hat sich dann auch vorgestellt und hat gesagt, hier ist nichts mehr, ihr könnt ja nicht mehr rein. Und da standen wir beide nun wie ein bisschen betrunken, alles war
alle Leute, und dann liefen dann die ersten Bomben, die gefallen waren, da liefen schon die Leute rum. Im Schlafanzug und mit Kinderwagen. Es war grausam anzusehen. Man wusste gar nicht, wohin. Und wir, alle Türen zu, wohin? Und dann kam ein Soldat und hat gesagt, nun los. Und dann hat er uns umgefasst und hat uns in ein Tor reingestoßen. Das Tor war von Handschuhröckel, hieß der. Und das war so ein langer Flur mit Glasscheiben. Und dann waren dann die Sachen ausgestellt. Und dann standen wir dann da. Und da hat er gesagt, runter, Mund auf, tief atmen, sonst platzen euch die Lungen. Ja, der hatte Erfahrung von der Front, wie von das der war. Front. Da und dann hat er bloß noch gesagt, also Schluss, nicht so viel reden, raus. Und dann hat er nachher erzählt, er sagte, ich fahre morgen an der Front, da kann ich mich wenigstens verteidigen. Aber hier muss ich ja zusehen. Und das war uns ja schon lange möglich. Ja, was sollten wir machen mit unserem Gepäck? Mhm. Unsere Taschen und einen Wintermantel an und nun da so hingeschmissen. Ja, und dann haben wir dann da gelegen, bis die Bomben weg waren. Also die Bomber. Und dann haben wir ja nichts mehr gemacht. Ich würde noch mal auf Magdeburg zurückkommen. Es gibt eine interessante Äußerung von der Frau vom Fernmeldeamt, als sie nämlich in die Leiterstraße einbiegen wollen. Das war so die letzte Rettung, die möglich war auf ihrem Fluchtweg an diesem Abend. Da hat sie einen Soldat in einen Luftschutzbunker geschoben, damit sie da in Sicherheit war. Und der Soldat hat gesagt, also morgen gehe ich wieder an die Front. Da weiß ich, wo der Feind ist und da kann ich mich wehren. Aber hier, das ist ja unmöglich. Ja, ja. Siehst du, Kurt, und das ist auch schon wieder der Widerspruch. Ich meine, wir haben da gerade bloß ein Beispiel. Das ist unsere Schwierigkeit heute. Es sind 70 Jahre vergangen, ne? Mehr als 70 Jahre sogar. Und da jetzt nun noch Zeugen zu finden, die man befragen kann über diese Probleme, ne? Und da ist ja die, was uns heute in der Propaganda dargestellt wird, dass man damit die Leute zwingen wollte oder zwingen wollte, eben gegen den Faschismus aufzustehen, ne? Und dem Faschismus ein Ende zu bereiten. Das damit passierte aber nicht. Das passierte nicht. Im Gegenteil, die Leute haben sich gewehrt. Ja, ja. Ich denke bloß daran hier, nach einigen Angriffen auf Berlin, dass da die geschmückt wurde hier, unsere Mauern brachen, aber unser Herzen nicht. Ja, ja. 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 Und das zeigt direkt die Meinung, obwohl das nur von der faschistischen Propaganda vorgegeben wurde und so. Zeigt aber, wie die Leute reagierten. Ja. Und der Soldat hat das deutlich ausgedrückt. Ja. Aber es ist bloß eine Meinung. Ja. Das ist die Schwierigkeit. Kurt, es wäre mir noch lieb, zu der Zeit, wo warst du dort? Einen 90-Jährigen kann man ja schon fragen. Wo ich war? Ja. Am 16. Januar? Ja. Am 16. Januar 1945 bin ich mit Volkssturmleuten an die Ostfront gegangen. Ich war in Dresden auf der Offiziersschule. Wir waren gerade fertig und da kriegten wir Volkssturmmänner. Die wurden kaum ausgebildet. Die sind einmal zum Schießen gegangen, die haben alte Waffen gehabt und dann ging es mit denen an die Front. Und das war also wirklich für mich erschreckend, denn zwei Tage später wurde Dresden dem Erdboden gleichgemacht. Die Leute haben also gar nicht mehr erfahren, was mit ihren Angehörigen passiert ist. Und die Angehörigen haben auch nicht erfahren, was mit den Soldaten an der Front ist. Da passierte nichts mehr. Da gab es auch keine große Postverbindung mehr. Und das Erste war, wir wurden am ersten Tag ausgeladen und da wurden die Soldaten gleich in ein Waldstück geführt und mussten im Karree antreten. Und dann kamen die sogenannten Kettenhunde, das war diese Militärpolizei damals, und die brachten einen Mann in das Viereck, in das offene Karree. Und der war zum Tode verurteilt worden. Und die Männer waren sicher alle erschrocken, als sie gehört haben, warum der zum Tode verurteilt wird. Er hatte an seine Frau geschrieben, nur sei man beruhigt, der Krieg wird sicher nicht mehr lange dauern, das wird sicher bald zu Ende sein. Und das wurde ihm als schlechte Propaganda ausgelegt. Zersetzung. Ja,
zur Setzung der Volksstimmung. Und darum wurde er zum Tode verurteilt. Es kamen noch ein paar andere Sachen hinzu. Er hatte immer nur in der Schreibstube gesessen und hatte natürlich Möglichkeiten, da auch so ein bisschen was zu manipulieren. Und dann wurde der Mann erschossen. Ich glaube, das war wohl damals so üblich, so als Abschreckung, dass die Leute wissen, also Freunde, wenn ihr hier nicht pariert, dann werdet ihr einfach erschossen. Das war ja damals eine Zeit, wenn man Führerbefehle nicht beachtete und sowas, oder wenn ein Offizier beispielsweise zurückging, ohne einen Befehl dafür zu haben, dann wurde der erschossen. Das war damals, das waren die letzten Züge der Hitlerherrschaft. Ja, ja, ja. Gott, vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie war denn die altersmäßige Zusammensetzung deines Zuges oder was hast du geführt? Ich habe eine Kompanie geführt. Oder wie war denn die altersmäßige Zusammensetzung deiner Kompanie? Also vom Volkssturm her. Diese Volkssturmmänner waren alle so, die hätten alle meine Väter sein können. Die waren also so von 40, 50 so, in das war so das Durchschnittsalter. Also so das letzte Aufgebot, wie man hier sagt. Das letzte Aufgebot war das, ja, ja. Also in meiner Kompanie war keiner von der Hitlerjugend drin. Die wurden meistens extra irgendwie erfasst, ja, weil man von denen ja was anderes verlangte. Ja, siehst du, Kurt, du hast nun auch eine wesentlich tiefgründigere Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Mir ist als Erinnerung daran gerade bloß geblieben. Und das war an für sich ein sehr schönes Moment. Das sah sehr gut aus. Und zwar war ein Fliegeralarm gewesen. Und meine Mutter hatte von ihrem Vater den Hinweis bekommen, du fahr mal da aus Halberstadt ein Stückchen raus. Braunschweiger Straße, da ist eine gesteinerte Brücke. Und die werden ja nicht die außenstehenden Gebäude bombardieren, sondern werden mehr die Stadt bombardieren. Geht unter die Brücke, da müsstet ihr sicher sein. So, nun, der Fliegeralarm ist gekommen und gewesen. Sagt mir jetzt aber bitte nicht, wo ich da war, als der Fliegeralarm ausgelöst wurde. Sondern ich kann mich nur erinnern, wie meine Mutter mit mir dorthin gefahren ist und hat mich angewiesen, unter der Brücke zu bleiben. So, ich bin da nun so ein Stück vorgegangen. Und Gott, strahlend blauer Himmel, sage ich dir. Und da die Flugzeuge dann gesehen, wie die anflogen, Gott, das sah aus wie Fische so im Wasser. Das sah herrlich aus, sage ich dir. Bloß du hattest ein Motorengedröhn und du konntest nicht orten, wo das herkam. Ne? Also das kam von überall her. Ne? So, und dann war es wieder zu Ende. Das ist alles, was ich vom Zweiten Weltkrieg weiß. Naja, interessant ist natürlich auch, wenn ich nochmal auf Macht, wo ich zurückkomme, ja, was bombardiert wurde. Morgens griffen also die Amerikaner an und abends die Engländer. Die Engländer hatten sich auf die Zerstörung der Stadt konzentriert und die Amerikaner haben Betriebe bombardiert. Aber, und das ist auch interessant, da haben sie eine Auswahl getroffen. Sie haben von Aachen weiß man dann noch ein bisschen mehr genau, welche Betriebe da zerstört wurden. Sie haben also die Betriebe, wo sie selber irgendwie dran beteiligt waren, wo also Aktien bestanden, die in die amerikanischen Besitzes waren, die wurden nicht zerstört, die wurden geschont. Aha. Und aha. Ja, also das ist auch so eine interessante Geschichte im Zusammenhang mit der Bombardierung. Ja. Kurt, da werde ich auch, das sollte an und für sich schon zu diesem Jahr sein, aber ich bin dort nicht zurechtgekommen. Ich habe da im Teil Recherchen und zwar kannst du da nicht eine rote Linie durchziehen, sondern das sind oftmals Sachen, die du in der Tendenz sehen musst. Weißt du, die allgemeine Tendenz ist ja bekannt, dass trotz der massiven und steigenden Bombenangriffe 1944 die größte Produktion hier in Deutschland war. Genau. Ne? Also trotz der vielen Toten stieg die Produktion. Mhm. Ne? Und diesen Widerspruch möchte ich mal ein bisschen näher untersuchen. Und wenn man da zum Beispiel Hamburg sieht, Hamburg ist brutal, da ist nicht bloß die Stadt bombardiert, sondern da sind auch die Rüstungsbetriebe, die Werften bombardiert worden. Beim Angriff auf das Kugellagerwerk, da ist Folgendes, da habe ich
Unterlagen, aber teilweise glaubhaft, teilweise nicht glaubhaft, dass anschließend der amerikanische General, der dieses Werk befohlen hat zu bombardieren, abgelöst wurde. Denn wenn man das Kugellagerwerk bombardiert, das hat ja richtig eine Schlüsselproduktion auf viele Produktionsweisen, weißt du? Und da will ich die Seite mal zeigen, weshalb da was bombardiert wurde. Mhm. Ne? Und es ist in keiner Weise sinnlos gewesen. Nee, das war schon alles überlegt, na klar. In dem Zusammenhang könnte man zum Beispiel auch erklären, dass deutsche Aktionäre auch Anteile an amerikanischen oder englischen Fabriken hatten, die auch bombardiert wurden. Nicht? Und so hat also praktisch, oder auch an der Bombenproduktion waren, hatten unsere Leute, also einige dieser Kapitalisten hatten da also Anteile dran. Die haben also an jeder Bombe, die abgeworfen wurde, verdient. Und die Amerikaner auch. Und da waren die natürlich interessiert, dass die Bombenproduktion oder dass bestimmte Produktionen, wie du sagst, Kugellagerbetrieb, dass die erhalten blieben. Ja? Geil. Kurt, noch was zu dir mal weiter. Ich kann ja hier nicht die ganze Zeit erzählen. Zu dir mal weiter. Wie ging dir der, wie bist du der, wie hast du denn das Kriegsende erlebt? Ja, das war für mich auch schrecklich. Wir hörten, der Amerikaner ist in Königgrätz. Und Königgrätz liegt an der Elbe. Mhm. Und da war mein Gedanke, hin nach Königgrätz, auf irgendeinen Kahn und dann auf der Elbe nach Magdeburg. Das passierte aber nicht. Das war von den Russen ganz geschickt gemacht. Das war bewusst ausgestreut. In Königgrätz wurden wir alle vom Russen kassiert und kamen in ein großes Lager. Mhm. Und dann ging es von da aus nach Breslau. Das war auch ein langer Marsch und das bei, großer Hitze zu Fuß, ja. Und wenn Frauen in Schlesien denn Wasser rausstellten für uns, kamen irgendwelche russischen Frauen auf Pferden und haben die Eimer wieder umgeritten. Und wer dann auf dem Marsch nicht mitkam, der wurde erschossen. Die Russen haben da keinen großen, die konnten sich, es gab ja kein Sanitätswagen oder sowas, was sollten die machen? Die mussten sich dann damit auch, davon auch befreien. Und dann sind wir in Breslau ins erste Gefangenlager gekommen. Und da war es ganz anders, während man uns vorher die Rangabzeichen und die Orden abgerissen hat, wurde da befohlen, die Orden und die Rangabzeichen wieder anzulegen. Und die Offiziere kriegten auch gleich wieder ein Kommando in diesem Lager. Die hatten also so eine Lagerkompanie zu führen. Und dann, und das war, weil der russische Kommandeur, der die Festung Breslau eingenommen hat, der hatte versprochen, wenn ihr euch ergebt, dann werdet ihr ganz, alle könnt ihr eure Waffen behalten, könnt ihr eure Orden behalten, eure Rangabzeichen, ihr werdet korrekt behandelt. Und das passierte auch in diesem Lager. Und dann war das langweilig, stinklangweilig. Sie habt ja keine Arbeit in diesem Lager. Und dann wurde gefragt, wer möchte denn Erntehilfe machen? Und da haben sich viele gemeldet. Und außerdem wurden bestimmte Kompanien und Einheiten auch mit abgeordnet. Und dann wurden wir verladen und dachten, wir kommen zum Ernteeinsatz. Aber wir fuhren durch Polen und immer weiter und immer weiter und landeten, denn ich landete jedenfalls schließlich in Bielgorod. Das ist im Donbass-Gebiet, also genau da, wo jetzt die großen Kämpfe waren. Und da haben wir schon durchgefahren? Ja, nee, nicht nur durchgefahren, da wurden wir ausgeladen. Mhm. Ich war beispielsweise in Czistiakowo und wir wurden dann in Bergwerken beschäftigt und so. Ja? Mhm. Das war die. Ja, Belgorod bin ich durchgefahren. Ja. Na, sag mal, das muss doch aber zu der Zeit alles richtig kahl gewesen sein. Da hast du doch da in Belgorod nur Ruinen gesehen, oder? Ja, also sehr viele, ja. Und da muss ich noch eins sagen, ich versuche auch gerecht zu bleiben. Wir haben ja gehungert. Und jeden Abend wurden mindestens so 10 Mann ins Schilfhaus getragen. Da wurden die Toten abgelegt. Und es gab wenig Brot zu der Zeit. Aber wir bekamen
die für uns vorgeschriebene Menge Brot. Die Russen hatten, die russische Bevölkerung, die hatte Brotmarken, aber kriegten oftmals kein Brot. Wir haben unser Brot bekommen, wahrscheinlich, weil man fürchtet, es würde sonst Aufstände geben oder sowas. Ja? Also das, ich versuche da auch gerecht zu bleiben, der russischen Bevölkerung ging es auch nicht gut. Kurt, das ist prima, dass du das sagst. Zum 65. Jahrestag des Sieges hat das russische Fernsehen so Dokumente gebracht. Und unter anderem einige Briefe von einigen russischen Frauen, die sich darüber beschwert haben, dass diese Verbrecher, wie sie sich wirklich ausgedrückt haben, also die deutschen Kriegsgefangenen, diese Verbrecher, die ja daran schuld waren, Brot kriegen und sie kriegen kein Brot. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Mehr hat das russische Fernsehen aber dazu nicht gesagt, was zu dem Brief war. Ja, ja. Weißt du? Das ist prima, dass du das mal von einer anderen Seite, also von der Seite der deutschen Kriegsgefangenen jetzt gesagt hast, damit man sich da mal ein reales Bild bringen kann. Es ist an und für sich interessant, was das russische Fernsehen da alles so ausgewertet hat und da gesagt hat. Das ist staunenswert. Ja, ja. Das hörst du hier alles nicht. Nee. Weißt du? Richtig, ja. So, Kurt, das war das gewesen. Und wann hast du denn das erste Mal dein Magdeburg wieder gesehen? Also ich bin Spätheimkehrer. Ich bin erst Ende 1949 zurückgekommen. Ich habe also 4,5 Jahre in russischer Gefangenschaft und habe da alle Arbeiten gemacht, die es gab. Ich habe als Maurer gearbeitet, ich habe als Gatterführer im Sägewerk gearbeitet. Also alles, was so kam. Nicht? Hattest du denn auch irgendwie Kontakt mit der Bevölkerung oder war da eine harte Grenze? Auf der Baustelle war es so. Nicht? Also, und da muss ich natürlich sagen, da haben uns Frauen natürlich oftmals so ein Kantenbrot oder vor allen Dingen eine Zuckerrübe zugesteckt. Mhm. Die Zuckerrüben haben wir gegessen, die waren gekocht. Mhm. Und das war also das, was auch die russische Bevölkerung gegessen hat. Das hat natürlich einigen Leuten, ich glaube, das Blausäure oder sowas ist damit drin, und das hat einigen Gefangenen geschadet, weil sie Durchfall kriegten und dann auch. Auch nicht gewohnt waren, das Essen. Und nicht gewohnt waren, ja. Ich habe schwere Malaria bekommen da und habe im Lazarett gelegen. Und da sind die Leute rechts und links von mir auch dann oftmals gestorben. Und also Ich muss einen Schutzengel über mir gehabt haben, der mich da rausgeholt hat. Und dann habe ich natürlich da viel Theater gespielt. Ich war vorher bei der Hitlerjugend in einem Spielfädenlein, wo wir also überwiegend Theater gespielt haben oder Musik gemacht haben, Konzerte gegeben haben. Und das habe ich da verwenden können. Und dadurch hatte ich auch gewisse Privilegien in dem Lager. Das heißt, wir wurden extra untergebracht. Ich brauchte nicht mit den Offizieren zu schlafen, sondern ich war dann mit den normalen Leuten, die also auch in der Spielgruppe waren, war ich untergebracht. Und wir fuhren dann auch mal in andere Lager. Und beispielsweise waren wir da in einem Frauenlager, in einem rumänischen Frauenlager. Also da waren deutsche Frauen aus Rumänien, waren da untergebracht und haben da auch dann unsere Theaterstücke aufgeführt. Und dann war es so, wie das hier auch oft beschrieben wird, bevor wir ein Stück aufführten vor unseren Kameraden, musste die Generalprobe gemacht werden. Mhm. Und das Erstaunliche war, zur Generalprobe kam dann die ganze Haute Volée des Ortes. Also die Offiziere waren da und der Bürgermeister und die guckten sich das dann an und haben das dann begutachtet. Also hast du praktisch schon erstmal noch etwas anderes, was dazu wieder passt mit den vielen Kriegsgefangenenlagern. Wenn ich mich heute mit den Russen unterhalte und da mal so durch die Stadt gehe, hier waren die Deutschen, hier waren die Polen, also in den Kriegsgefangenenlagern. Hier waren die Spanier, hier waren die Italiener, also da hat sich alles drin gesammelt, weißt du? Die verschiedensten Arten. Naja, sie haben ja alle gegen die Sowjetunion gekämpft. Ja, natürlich. Es gab viele ausländische Divisionen. Es gab zum Beispiel in Spanien von spanischen Freiwilligen die SS-Division, die Blaue Division, nannten die sich nicht. Die haben auch in Stalingrad gekämpft, oder auch große Verluste. Ja, es gab also auch eine französische Division und also das.
Da ist also, Kurt, wenn ich da jetzt mal an den anderen Faden anknüpfen kann, schon die ganze Zeit, dass du dich so mit kulturellen Begebenheiten, Theaterspielen, ja, hier jetzt Literaturzirkel, den du machst, hier im OK, da sind wir wieder im OK, ja, dass du da deine Videos machst. Ist das alles, kann man das so betrachten, als einen roten Strich durch dein, ja, Leben? Ja, genau, so? Genau. Die ganze Zeit da so? Ja, ich habe ja auch während der DDR-Zeit habe ich Filmzirkel geleitet und habe da auch dann viele Aufnahmen gemacht, auch privat, meine Familie gefilmt und was so passiert, also zum Beispiel ein Kinderferienlager gefilmt. Nicht, das ist das, was man heute unterbringen könnte unter dem Titel, in der DDR war nicht alles schlecht. Nicht? Also es, oh, gab ja die, da könnte man das unterbringen, nicht? Diese großartigen Kinderferienlager, die es von vielen Betrieben gab. Nicht? Na, mach doch das diese mal. Ganzen, Gott, es na, ich habe andere Themen. Es existieren nämlich im Internet alte Aufnahmen, das sind, müssen so Schmalfilmaufnahmen sein, von Magdeburg, unter anderem hier die Sternbrücke, als sie zerstört war und dann später noch ist da der Wiederaufbau hier am Breiten Weg. Weißt du, das hat eine junge Architektin gemacht, die gerade von der Schule gekommen ist, weißt du, dass du das da vielleicht mit unterbringst. Also sowas würde mich auch mal interessieren. Naja, also filmisch werde ich das nicht machen. Ich habe so viele Themen noch, die schaffe ich sicher alle gar nicht. Nicht? Es wäre schön, wenn ich es alle schaffen würde. Nicht? Ich habe also 3 Filme in Vorbereitung, wo ich ja, man muss ja recherchieren und Material sammeln, damit das möglichst auch interessant ist. Und ich versuche immer, Zeitzeugen zu kriegen. Das siehst du ja am 16. Januar-Film, ja, die ja, etwas aussagen können darüber. Nicht? Und das sind natürlich keine geschulten Leute. Das aber, macht nichts. Aber das ist für mich das Interessante, dass sie so sprechen, wie sie es erlebt jawohl, haben. Jawohl, jawohl, das und ist dann, ja interessant. Und meistens führe ich auch ein Vorgespräch. Ich habe also einen Film gemacht über die Nazi-Zeit in Magdeburg und da habe ich natürlich mit dem, der da recherchiert hat, mit dem Hattenhorst, jetzt ist er Dr. Hattenhorst, der hat darüber eine Doktorarbeit geschrieben, da mache ich vorher immer ein Vorgespräch, damit also die Leute auch nicht irgendwie kompromittiert werden oder so, nicht? So, Kurt, dann bist du also 49 nach Magdeburg zurückgekommen. Das müsste allerdings noch die Zeit gewesen sein, jetzt muss ich auch hart überlegen, als man vom Bahnhof bis zur Elbebrücke gucken konnte. Genau, das habe ich auch in meinem Film drin, in meinem ersten Film drin. Da sagt meine Enkelin, sagt, als mein Großvater aus der Gefangenschaft kam, konnte man von hier, also vom Bahnhof, bis zur Elbe gucken. Ja. Ja, und so ja, war das damals. Ja, ja, ja. Und dann, ich kenne das hauptsächlich, als man vom Bahnhof bis zum International gucken konnte, heute ist Maritim. Ja, da stand da noch gar nicht. Ja, zu der Zeit stand es noch nicht, aber da kenne ich Magdeburg her. Ja. Da war auch eine Grünfläche dadurch und da konnte man vom Hauptbahnhof direkt bis zum International, stand oben International dran, ja, gucken. Rechts unten war Pilsener Quelle, das ist glaube ich heute auch noch. Ja. Und das war dann aber schon wesentlich später. Und das so war habe später, ich den Magdeburg kennengelernt. Also ja, als ich aus der Gefangenschaft kam, konnte man auch vom Dom in die andere Richtung zum Dom gucken. Nicht? Und sah dann daneben so ein bisschen die Ulrichskirche auch noch. Ja, ja, ja. Die ja, Ulrichskirche ja, zusammen. Und eine aus meiner Gruppe, Frau Loges, die hat mal gesagt, das sah aus wie die kleine Schwester vom Dom. Die Ulrichskirche, diese beiden Kirchen nebenan. Das ist eine interessante Formulierung. Ja, ja. Siehst du, Kurt, da sind wir nun hier richtig in deinem Leben. 90 Jahre, es ist eine ganz schöne Ecke. Hm? Na, ich bin auch dankbar. Ich bin dankbar für jeden Tag, den ich erlebe. Ja, das glaube ich dir. Ja. Das glaube ich dir. Und also das ist hier also meine Arbeit. Wenn ich also jetzt nicht mehr, ich arbeite ja praktisch ganz fest zu einem festen Termin hier im offenen Kanal und im in der Volkshochschule auch, habe ich auch feste Termine. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann bin ich alt. Und dann wirst du 100. Na, würde ich mich freuen, ja. Gott, wir wollen mal unser Gespräch zu Ende bringen. Und zwar würde es mich freuen, wenn wir uns vielleicht noch mal etwas später darüber unterhalten, wenn vielleicht mein Film über den Bombenangriff hier in Magdeburg da mal zu Ende ist und da andere Momente gezeigt werden. Und dann wir uns da noch mal darüber unterhalten und vielleicht mal die beiden Videos vergleichen. Gerne, gerne, ja. Weißt du? Ja, gerne, ja. Ich habe ja auch
noch andere Leute, die etwas darüber sagen können. Nicht? Ja, ja. Ich habe mir die Leute rausgesucht, die etwas mehr, etwas Besonderes sagen konnten. Und da waren ja auch Berichte drin von Leuten, die nicht mehr lebten. Da habe ich aber dann Familienangehörige oder aus Briefen zitiert, sodass wirklich die Stimmung zum Ausdruck kam und die schlimme Situation. Und kurz, meine letzten Worte sollen sein für dich. Danke und weiter, dass die 90 noch dicke überschritten werden. Danke. Auch in deiner Arbeit. Danke sehr, freue ich mich drüber. Ja? Ja. Kurt, danke, bis zum nächsten Mal. Ja. Liebe Magdeburger, das war 1. April bei einem nicht gerade appetitlichen Wetter. Der Wind elendkalt. Ich musste sogar meine Wintermütze vorholen. Und danke, guckt es euch an, dieses Video. Und guckt es euch später auch an, die Möglichkeit habt ihr, dass es im Internet zu sehen ist, unter YouTube. Ottostadt MD-Elbe. Also für einen Magdeburger muss das alles ganz einfach zu merken sein. Danke, tschüss, Kurt, danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich sage nicht tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja.